Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier, willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary und diesmal mit Epic BG. Ihr wünscht euch das die ganze Zeit so sehr, deswegen machen wir mal wieder ein Epic BG hier. Mit dem Jäger, der ist 446 Item-Level im PvP, 4er Set Boni ist am Start für ein bisschen mehr Damage und CD-Reset und wir spielen eine kleine AOE-Spec. Ihr könnt wie immer unten einfach die Skillung rauskopieren. Die neuen Sachen, die gerade drinnen sind, sind hier Mehrfachschuss und gekonnte Schüsse, damit wir ein bisschen mehr AOE haben. Als auch hier mit Heckenschütze, Überlebenstaktik und Chimärenstich. Heckenschütze einfach nur, damit wir in einer besseren, sicheren Position spielen können, wo wir vielleicht nicht ganz reingehen müssen. So, jetzt schauen wir erstmal, der haut sich hier direkt mal eine Immunity rein, wie es aussieht. Da vorne haben wir auch schon Priester am Start und ich glaube, wir gehen hier direkt mal für unseren Big Shot und ballern hier gleich rein. Da geht auf jeden Fall schon mal gut rein in den Mage. Schauen wir, ob er das überlebt. Das sieht so aus, als würde er zumindest mal überleben. Aber wir versuchen natürlich immer die ganze Zeit hier unseren AOE reinzuballern ohne Ende. Deswegen müssen wir immer wieder Multishotten mittendrin, damit die Schüsse halt dementsprechend auf mehrere Ziele hier bouncen. Jetzt wollen wir einmal kurz totstellen und dann versuchen wir nochmal den Mage hier zu snipen, indem wir nochmal Heckenschütze reinballern. Vielleicht kriegen wir den down. Ging auf jeden Fall ganz, ganz gut Schaden rein, aber der macht sich hier ein bisschen aus dem Staub gerade. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen zurück und einmal unseren Selfie benutzen. Der Pali, der will mich nämlich gerade mega bad. Ich glaube, wir trappen sein Pet hier. Nein, ich krieg's nicht getrappt. Oh mein Gott, das war gerade unlucky. Haben wir gerade eine getrappt bekommen. Wir sollten natürlich immer schauen, dass wir die Caster gehen, weil Caster haben hier halt weniger HP und wir können hier auf jeden Fall wieder hier hinten mal unseren ganzen Damage reinpumpen. Vielleicht kriegen wir einen Hexerdown, wir werden gestunt hier, machen aber wieder totstellen und springen wieder ein Stückchen zurück. Ich gehe hier immer viel zu weit rein, ganz Zeit und der Pala, der will mich so bad haben dafür. Oh, dafür Big Damage auf den Pali hier. Maybe kriegen wir den down. Execute Shot geht rein, nice. Pali haben wir down. Der Hunter will mich in der Zwischenzeit haben. Kill Shot geht auf ihn einmal durch. Er geht hier direkt in die Turtle rein und dann können wir da vorne wieder Multishotten und schauen, dass wir unseren Damage ein bisschen spreaden. Hier mit Explosive Shot auch noch rein. Killshot geht hinten nach, aber der pusht schon wieder zurück. Wir können vielleicht den Pali killshotten. Der geht aber nochmal hier in seinen Defensive rein. Springen hier einmal zurück, einmal kurz totstellen. DK will uns nämlich hier auch grippen. Wir können ihn vielleicht da hinten sonst routen. Wir haben mal eine Trap rein. Stunt uns hier. Wir turteln wahrscheinlich einfach präventiv, nur damit die anderen uns hier nicht auch noch zusätzlich fokussen. Sonst gibt es hier ein bisschen sehr, sehr stark ins Gesicht. So, wir ballern unseren AOE aber da hinten wieder rein. Müssen aber dann direkt wieder rausspringen. Gehen aber dann für Heckenschütze und schauen, vielleicht können wir den Priester killen. Da geht viel Damage rein auf jeden. Oh, aber der macht sich nochmal aus dem Staub da hinten. Den kriegen wir wieder gerade eine Down, du. Der geht wieder gerade eine Down, aber der Feral dafür wird hier nochmal Stunt und Double Shot geht rein. Der ist dead. Der Vari glaube ich auch. Der Vari auch einmal tot und wir versuchen wieder vorne immer Multishot reinzuballern. Die wollen mich aber immer so bad haben hier die ganze Zeit, dass mir schwer tue, dass ich hier was machen kann. Wir können einmal kurz den Hunter da vorne slowen und dann gehen wir hart rein. Wir sind aber zu ziemlich sicher tot. Da war ich wieder zu weit vorne und der Schurke hat mich direkt drauf cheapshottet, damit ich hier instant down gehe. Noch sieht es ganz gut aus, aber wir uns fehlen noch ein paar Leute. Die sind ja alle gerade noch am Farmen hier. Wir hoffen, dass sie bald mal in den Zerg mit reinkommen, sonst sind wir nämlich immer ein bisschen in der Unterzahl und das ist natürlich gar nicht geil. Dann bewegt sich nämlich der Zerg hier gar nicht nach hinten und vorne. Aber noch sind wir minimalistisch vorne. Es hat aber keiner die Solarsphäre geholt bisher. Weder Allianz noch Horde, oder? Oder hat Allianz die Solarsphäre? Ich muss kurz schauen. Doch, die haben die Solarsphäre für 20% Tempowertung. Dementsprechend sollte ihr Zerg eigentlich stärker sein, aber ich glaube, wir zerlegen den Warlock hier. Yep, der Warlock geht down. Und wir sind schon mal 8 Kills vorne. Das heißt in dem BG noch gar nichts, ne? Das kann sich hier jederzeit umdrehen, weil bei Allianz sind sich auch ein paar gerade die Ressourcen am Farmen, damit sie hier nochmal diese Ehre-Quest abschließen. Ich finde es schade, dass es nicht mehr Quests gibt in Epic BG. Es wäre cool, hier ein bisschen mehr Action noch abseits zu haben, weil man halt hier für irgendwelche besonderen Sachen geht noch. Das wird zumindest die BGs ein bisschen ausweiten. Ich hoffe immer noch, dass die Epic BGs überarbeiten, dass da ein bisschen mehr stattfindet als nur der übliche Zerg. So, jetzt gehen wir hier wieder rein. Ich würde mal sagen, wir committen einfach tiefst unseren Damage und ballern hier AOE rein und versuchen den Warlock hier vielleicht aus dem Leben zu tappen. Haben Big Damage, aber in dem Moment knockt uns der Eulen Debuff einmal in die Luft. Killshot geht sich gerade nicht aus. Der macht sich hier nochmal aus dem Staub. Ich versuche natürlich weiter irgendwie meine Aimshots reinzubringen, aber die laufen halt alle wie am Spieß hier weg und auf einmal werde ich hardswapped vom anderen Marksman Hunter von denen und sterbe einfach fast weg. Hier kommt aber der gezielte Schuss durch, 20% Base Hit, hat einfach gerade gar keinen Schaden genommen. Was war denn da gerade los? Hat er gerade irgendwie eine Immunity auf sich drauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Das sah gerade, als wäre kein Schaden angekommen einfach von mir. Ich gehe hier auch immer ein bisschen weit rein und deren Hunter snipe mich hier immer wieder.
Ich würde gern den Hunter von denen ein bisschen punishen. Wir slowen den auf jeden Fall mal. Hauen ihn eine Slow Trap noch hinter ihn hin. Wird hier direkt geroutet, als er wegspringen will. Jetzt haben wir ein bisschen eingesperrt gerade. Explosive Shot können wir gerade nicht. Der Warlock pusht hier rein und holt hier einmal. Dann gehen wir nochmal totstellen, damit wir die ganzen Debuffs verlieren und versuchen nebenbei ein bisschen zu helfen, die ganzen Mobs hier down zu kriegen. Jetzt können wir wieder hier alles anmachen. Unsere Range geht rein. Range wird reingeballert. Hauen dahinter wieder unseren Debuff rein. Aber ich werde instant so fokussiert, wenn ich auch nur einen Millimeter nach vorne gehe, ne? Das ist abnormal hier. Versuchen den Healer zu killen. Healer wird nochmal reingegrippt, macht nochmal Fade, aber ist schon tot. Bei uns sieht es ein bisschen knapp aus mit der Heilung. Ich glaube, unsere Heiler sind langsam ein bisschen oben, habe ich so das Gefühl. Wir versuchen natürlich immer noch irgendwie die Ranges immer zu priorisieren, damit unsere Melees mehr machen können und dass wir hier auch gleich mehr Schaden am Start haben. Jetzt werde ich überhaupt wieder von denen gefreezed. Die sammeln hier sogar die Items nebenbei. Das macht bei uns leider gerade keiner. Das macht es natürlich nochmal leichter. Wir markieren den Schurken da vorne einmal. Wir hauen auch random einfach mal eine Freezing Trap hinten rein. Werden wir da reingegrippt, wollen Backjump, werden aber hier direkt in den Ring gepackt auch noch. Und jetzt werden wir komplett gewiped. Das heißt, für uns ist hier vorbei. Wir müssen zurückpushen. Die wipen uns hier gerade massiv, weil unsere Healer nach und nach gerade wegsterben. Das heißt, wir müssen weiter nach hinten. Jetzt sieht man schon, jetzt können sie instant aufholen, weil sie halt einfach eine Überzahl sind gerade. Und das natürlich gar nicht nice zu sehen. So, wir machen hier wieder Explosive Shot rein. Können unseren Damage hier wieder halbwegs spreaden. Aber nein, in dem Moment open der Feral auf mir. Wir desorienten ihn nochmal, aber ist schon vorbei. Wir werden viel zu weit nach hinten gepusht. Wir gehen jetzt, glaube ich, das Orb holen. Ich glaube, die sind nicht hier für Artefakt holen. Oder doch, die gehen Artefakt holen. Nevermind, die gehen das Artefakt gerade holen. Das ist natürlich auch nicht bad, aber wir sollten eventuell auch die Solarsphäre holen. Wir verlieren hauptsächlich, weil wir die Solarsphäre nicht haben, weil sie halt 20% mehr Tempo haben. Und das ist so viel mehr Damage einfach. Das glaubt ihr teilweise nicht. Ihr glaubt nicht, wie viel Unterschied so ein paar Secondaries machen können. Ist gleich bei meinem Healer gerade aufgefallen. Mit 435 Gear im Solo-Shuffle nichts gegen geheilt. 6 Item-Level höher. Auf einmal mache ich anstatt 35k HPS auf einmal 80k. Da ist halt ein massiver Unterschied, was man mit ein paar Stats mehr und ein bisschen mehr Item Level rausholen kann. Unsere Healer sind komplett um mittlerweile. Die sollten definitiv mal komplett rauspushen aus dem Zerg und hier mal Regen gehen. Deswegen killen wir hier mal einmal kurz das Pet weg, damit er hier mal Mana regen kann eventuell. Dann können wir uns nämlich wieder halbwegs fangen hier. So, wir hauen mal wieder Slow Traps rein. Der DK will uns natürlich dann wieder grippen höchstwahrscheinlich. Jetzt müssen wir eh nach hinten gepusht werden, weil sonst... können wir uns hier eh nicht mehr fangen, weil wir brauchen halt unseren Respawn, damit wir wieder halbwegs was machen können hier. Schießen hier ein bisschen rein, kicken einmal ganz kurz den Priester. Eventuell können wir den Priester finishen. Sieht schlecht aus, werden wir da reingegrippt, weil wir ein bisschen zu weit vorne waren. Und da ist es auch schon wieder aus für uns. Also du gehst einen Millimeter zu weit rein und es ist direkt vorbei, weil du halt komplett reingegrippt wirst. Ich glaube, wir versuchen mal unten das Orb zu kriegen. Habe ich was ready? Ich habe keine Shell, ich habe eine Trap ready. Wenn da mehr als nur 2-3 Leute sind, dann ist keiner vorbei gerade. Aber ich könnte versuchen, dass wir vielleicht das Orb unten kriegen, damit wir da ein bisschen Schaden haben. Aber wenn dann Schurke unten ist, ist direkt vorbei, weil dafür habe ich keine Turtle gerade, dass da ein bisschen die Zeit rauszögern könnte. Ich könnte nur versuchen, mit Stealth eventuell durchzugehen und schauen, ob wir da vielleicht was kriegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass um die 3 Leute unten deffen. Das werden wir gleich feststellen, was wir da machen können. So, das Artefakt haben wir geholt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Hoffen wir, dass das an irgendeinen Ranged DD geht, damit da ein bisschen mehr gepumpt werden kann. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht unten auch noch das hier kriegen. Dann sollten wir uns halbwegs stabilisieren können. Wer das nicht weiß, wenn man hier runter geht einmal, dann befindet sich hier unten die Solarsphäre, die kann man einnehmen und dadurch kriegt das ganze Team 20% mehr Tempowertung. Ist meistens so ein Ding, wo maximal so 5 Leute um den Dreh sind, deswegen schau mal, wie viel da gerade unten los. Ich brauche leider ein bisschen, bis da unten gerade ankommen und ich will nicht unbedingt meine Mobility benutzen, weil kann sein, dass ich die vielleicht gleich brauche. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist unser Pet, das heißt, wir holen mal ein Pet hier raus, damit wir eventuell einen Stun hätten und uns sacken können, wenn es gerade wäre. Machen wir zwar 10% weniger Schaden, ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber wir haben dafür einen Stun halt noch mit dazu und der kann uns eventuell ganz, ganz gut helfen. So, ich will mich nicht unbedingt mit dem hier fetzen, aber der hält mich halt jetzt in Combat, das heißt, ich muss den ganz kurz killen, weil ich will halt meinen Stealth haben, wenn es wäre, damit wir hier aufmachen können. Wir hauen hier gleich mal eine Flare hin und dann gehen wir hier rein, machen ganz kurz totstellen.
und gehen vielleicht in den Stealth. Nein, gehen nicht in den Stealth. Wir können aber hier mal reinpumpen in den Gurten. Schauen wir, dass wir hier gleich Schaden haben ohne Ende. Wir sacken uns selber mal. Er macht direkt Totstellen hier. Wir haben aber schon mal gut Schaden hier am Start. Er geht gleich nochmal Stealth. Wir haben ja auch noch eine Eule am Start. Wir trappen die Eule einmal, aber wir sind schon vorher tot. Da kann ich halt gar nichts machen. Er ist halt Beastmaster, das heißt, ich kann ihn nicht rausnehmen, den Damage. Ich hätte die Pets trappen können, aber die Eule hat mich hauptsächlich gerade noch zerrissen. Weil die Eule macht halt trotzdem, sie gerotet ist halt noch weiter den Damage mit dem machtvollen Ilune-Debuff. Da fällt das halt auch schwer. So, unser Artefakt kommt langsam in die Base. Puh, das könnte ein bisschen dauern, bis wir uns noch fangen. Aber wie gesagt, wenn ich da alleine reingehe, keine Chance. Und der zweite ist viel zu spät gekommen. Wir bräuchten halt zwei Leute, die gleichzeitig inken. Und sie bräuchten halt keine Cooldowns gerade ab. Aber der Beastmaster hat immer wieder vor mir Cooldowns ab. Beastmaster ist halt der Hardcounter für MM-Hunter, mehr oder weniger. Weil er kann halt meinen Damage totstellen. Das heißt, wenn ich durchcasten muss, kann er einfach den Damage totstellen und ich kann es halt nicht, weil er braucht sich seine Pets einfach nur immer wieder drauf schicken, aber er kann dafür halt quasi einen 2 Sekunden oder 3 Sekunden Cast halt komplett immunen, was natürlich sehr blöd ist, und wenn dann eine Eule auch noch dabei ist, die alle Cooldowns hat, dann sieht es eh schon sehr, sehr kritisch aus, und die Insignia und Co. haben wir ja auch alles direkt bekommen. Bisschen problematisch. Holen wir uns kurz Reban raus, den hier nochmal, probieren das Ganze nochmal, jetzt speeden wir hier ein bisschen runter, weil jetzt hätten wir halt Cooldowns ready. Ich habe keinen Heal ab, ich habe aber Wall und Sack nach wie vor ab. Das heißt, das könnte uns vielleicht helfen. Ich weiß nicht, ob der Schurke hier unten ist. Es sieht, glaube ich, so aus, als wäre der hier unten. Wenn wir zu zweit sind, wäre es ganz nice. Wir schauen mal, ob der Gear hat. Der hat sogar halbwegs Gear. Das heißt, gewinnen könnte was auch. Ich hätte CDs in 20 ab. Das heißt, auch in dem Sinne sehen wir eigentlich ganz, ganz solide aus. Kampfrausch geht auch an. Das heißt, wir versuchen, die wahrscheinlich oben gerade zurück zu pushen. Offen ist auf jeden Fall mal. Das heißt, wir gehen hier in den Stealth rein und dann schauen wir erstmal, was die hier gerade fabrizieren. Da wird wahrscheinlich wieder irgendwo der Hunter sitzen. Da ist er auch schon. Und jetzt wäre es nice, wenn wir den hier gleich mal stunnen. Und dann rasten wir hier aus bis zum Gegner, damit wir den hoffentlich so schnell es geht down kriegen. Kriegen wir gerade eine Down. Wir silencen die Eule drauf und versuchen dann mit unserem Big Damage hier in die Eule reinzugehen. Biges Damage für die Eule. Er scattert uns. Ist uns aber egal. Der erste ist tot. Jetzt gehen wir hier für den zweiten, gehen für den Endshot. Der macht wieder Totstellen. Das war das, was ich gemeint habe. Ich mache Totstellen. Ich root alle seine Pets. Dann hat er gar keinen Schaden mehr. Und wir können ihn einfach hier finishen. Und damit haben wir komplett den Vorteil jetzt rausgeholt, weil wir jetzt die Solarsphäre auch noch haben. Jetzt haben wir das Artefakt und die Solarsphäre. Jetzt soll es eigentlich ziemlich, ziemlich nice abgehen hier, was wir hier fabrizieren können. Jetzt versuchen wir nur wieder rauszugehen. Ich hoffe, der Schurke kann das halbwegs deffen. Ich gehe hier in der Zwischenzeit raus und schaue, dass ich oben jetzt beim Zerg einmal mithelfen kann. Jetzt schauen wir nur, dass wir hier vielleicht noch eine Slow Trap und eine Flare hinschmeißen, damit wir noch ein bisschen rauszögern können für ihn. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir es nur drehen. Die führen in dem Moment gerade nur, weil sie halt unseren Magier gekillt haben. Und der Magier, der ist halt nochmal hier die 50 Punkte, glaube ich, wert um den Dreh rum. Dementsprechend sind sie da ein bisschen vorne. Jetzt können wir sie aber normalerweise eigentlich wipen. Wir sollten nämlich so viel mehr Damage jetzt am Start haben als die Gegner. Und weil sie auch noch in unserer Offensive hier vorne drin sind, wo wir den closeren Respawn haben, dann ist es in dem Sinne für sie eh schon vorbei. Jetzt müssen wir das Artefakt nur an jemanden geben, der da auch hier die Dinger hat. Die haben so viele Items mit am Start. Die haben in einer Tour den Freeze und Co. Was farmen die hier alle? Kann sein, dass wir gegen eine kleine Pre-Mage spielen oder so irgendwas, kommt mir gerade langsam vor. Die haben da doch irgendwie ein bisschen den Dreh raus hier mit ihrem ganzen Gepusche hier die ganze Zeit. So, wir pushen sie immer weiter zurück, wie man schon sieht. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Da versuchen wir uns halbwegs einzumischen, dass wir so viele wie möglich von denen wipen. Man sieht nämlich schon, die rennen eh hier alle schon. Und dementsprechend hauen wir hier gleich mal einen Slow rein, machen unsere CDs an und schauen, dass wir hier gleich auch noch pumpen können. In den Magier rein ohne Ende. Hier den Magier slowen wir auch gleich drauf und da tappt ihn auch aus dem Leben. Und wir führen unseren Charge hier an und sollten die eigentlich jetzt komplett hier dominieren können einmal. Können hier einmal den Execute-Shot machen und jetzt versuchen wir alles zu überfahren, damit die halt mit dem Respawn halt ein bisschen delayed rauskommen. Gute Defensive hier von ihnen aber mit dem Slow-Totem plus einmal den Stun hier rein. Rogue Vanish raus, wir versuchen mit Leuchtfeuer wieder rauszuholen, ist aber glaube ich über die linke Seite einmal gegangen. Dann hauen wir hier wieder unsere Slow-Trap rein, schauen, dass wir wieder mit unserem Range-Shot hier reingehen können. Können wir nicht, der outranged uns sogar. Machen hier aber CD an, können vielleicht den Warlock punishen. Mich wundert es, dass wir nicht durch den Wall durchgekommen sind mit dem 20% Hit, was?
Das ist ja ein Wahnsinn gerade, dass sich das nicht ausging. Das geht mir gerade gar nicht ein. Wir haben wieder Biggest Damage. Wir hauen da hinten wieder unseren AOE mit rein einmal, damit wir hier wieder cleaven können ohne Ende. Vielleicht kriegen wir ihn down. Wir shrinken das hier, um aggressiv zu bleiben. Können ihn hier einmal killen. Slowen den Hunter hier einmal. Können für den Hunter eventuell hier auch mal für unseren Big Range Shot gehen. Da kriegt er auch mal ein bisschen ins Gesicht und seine eigene Medizin hier zu spüren. Wir slowen ihn hier. Er versucht hier nochmal zurück. Wird aber dann auch noch vom Priester reingegrippt. Können den Shami hier einmal killen. Unser Orb pusht immer weiter und weiter rein. Wir schauen, dass wir hier auch noch die Slows reinhauen. Und nebenbei immer weiter und weiter cleaven können hier, damit die hier nicht wirklich viel machen können. Den DK kriegen wir down, den Vari können wir hier komplett zerlegen. Vari explodiert hier einmal. Solarsphäre scheinbar wieder zu verlieren. Da gehen jetzt nämlich zwei wieder rein und unser Rogue ist direkt draufgegangen. Das heißt, wir verlieren jetzt ein bisschen was an unserer Uptime. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den Kill oben kriegen. Das wäre insane, denn mit dem Kill oben würden wir wieder massivst führen. Der Magier, der kommt hier sowieso nicht mehr raus. Wir hauen hier noch eine Flare rein und dann schauen wir, dass wir gleich mal nach oben gehen können, um die hier schnellstmöglich wegzuräumen. So, wir legen hier gleich mal eine Slow Trap hin und dann versuchen wir einfach gleich so schnell es geht, auf dem guten Magier hier oben auszurasten, damit wir hier gleich mal Schaden haben. Schauen wir, was der hier, was sein Plan gerade ist. Wir können hier einmal eine Trap legen und schauen, ob wir hier eventuell was machen können. Wir können hier einmal kurz totstellen. Sind aber schon zwei auf mir drauf hier. Wir versuchen einfach nur zu linen. Hier slowen den nochmal, dass wenn er runterfällt, dass er hier nicht wieder gleich nach oben pushen kann. Den Pali, den gehen wir auch nochmal einen Shot, damit er am Fallschaden stirbt. Und jetzt versuchen wir so schnell es geht, den Magi hier zu zerlegen. Und dann haben wir wieder massive Führung rausgeholt. Das sieht sehr gut aus. Magi wird wahrscheinlich noch in den Eisblock gehen. Da kommt der Eisblock. Und jetzt sollten wir hier unten, aber jetzt stirbt mein PC erstmal komplett weg. Jetzt sollten wir hier wieder die Führung haben. Führung haben wir wieder ausgebaut. Und jetzt versuchen wir natürlich hier auch die ganzen hinten zu halten. Wir hauen die Slow Traps immer da nach vorne und schauen, dass alle, die komplett vorne stehen, dass wir die irgendwie down kriegen. Hier am besten nochmal mit dem Big Aim Shot, aber der geht sich gar nicht aus. Oder Heckenschütze besser gesagt. Heckenschütze geht rein und dann versuchen wir da vorne nochmal unseren AOE reinzulegen. Rogue ist nochmal mit dabei. Den markieren wir auch nochmal, damit er hier nicht ganz so schnell wieder wegpushen kann. Und dann ballern wir hier einfach weiter rein und schauen, dass wir hier unseren Damage halbwegs halten können hier gerade. Das Orb haben wir, glaube ich, nach wie vor. Das sieht immer noch ganz gut aus. Pushen ein bisschen zurück. Gönnen uns den Feral da drüben einmal. Slow Traps haben wir nur nach vorne, damit wenn die reingehen, das, was sie hier immer ein bisschen raushalten können. Vielleicht kann ich den hier tappen. Ich glaube, den kann ich tappen. Hier, der geht direkt down. Das hat er nicht kommen sehen. Heckenschütze ist halt ein Base-Prozent Hit. Dementsprechend fällt es ein bisschen schwer, das zu kommen zu sehen. Wir können aber hier auf der Seite den Schamanen einmal slowen und silenzen. Dadurch kann er nicht in den Wall und nicht untertauchen. Und damit haben wir den auch schon wieder down. Hauen dann hier mit Multishot einmal unseren kompletten AOE da vorne wieder rein. Und vielleicht können wir das hier auch noch ein bisschen bouncen lassen, damit er noch ein bisschen mehr reingeht. Den Warlock, glaube ich, kriege ich down. Big Damage für den Warlock. Okay, Aimshot geht hinterher, maybe Killshot, Killshot Range ist da, 52% Gesu und er wird geheilt, gerade nicht der Kill hier. Wir hauen wieder Slow Trap rein, damit die sich da vorne so gut wie nicht bewegen können, weil das rootet auch immer wieder die Leute und dadurch fallen sie dann immer mehr und mehr behind und wir sind in dem Sinne immer besser und besser am Start. Hauen vorne auch noch eine Flare rein, falls irgendeiner in den Stealth gehen will, deckt sie ihn automatisch auf, wenn er von der Brücke runter will und dann schauen wir, dass wir vielleicht die Healer hier auch noch ein bisschen bearbeiten können, indem wir hier mit unserem Range-Stoß natürlich komplett reingehen können hier. Das hilft uns nochmal ein bisschen, dass wir hier die Healer auch ein bisschen zum Schwitzen bringen. So, jetzt haben wir eigentlich wieder Big Damage ready. Jetzt müssen wir nur warten, bis unser Shot ready ist. Unser Shot ist ready. Dann gehen wir hier wieder rein, schauen, dass das durchgeht. Dann hauen wir hier wieder alles rein. Biggest AOE geht durch. Jetzt rooten wir hier vorne auch noch alles. Zweiter Explosive Shot geht rein. Ich habe so viel Damage gerade am Start. Holy moly, aber der Schurke hat gerade alles committed, was es irgendwie in Death-CDs gibt. Wir slowen deren Healer da hinten einmal. Schauen, dass wir ihn gleich silencen. Versuchen komplett auf dem Healer zu committen. Healer full silence. Muss aber noch ein Aim schon durchkriegen. Das geht sich nicht aus. Wir gehen hier in die Turtle und pushen wieder komplett zurück. Das war gerade ein bisschen sehr greedy. Aber versucht halt noch so gut wie möglich irgendwie da einen runterzukriegen. Den Magier können wir aber vielleicht killen. Der hat das auch gerade nicht kommen sehen. Pusht aber rechtzeitig nochmal zurück. Da hätten wir gerade noch den Aim-Shot-Brock gebraucht. Dann wäre es noch ein bisschen besser gelaufen hier. So, den Hunter oder beziehungsweise den Hunter, soll ich schon, den Krieger können wir eventuell wieder antappen hier. Der droppt massiv runter. Execute-Shot geht rein, aber die Death-Stance ist natürlich eine 20% Damage-Verringerung, die permanent ab ist. Da fällt es halt sehr schwer, irgendwie durchzukommen. Wir können aber wieder mit massiven Cleave hier reingehen. Cleave geht raus. Wir versuchen, die Eule hier zu fokussieren. Wieder Ranges priorisieren, weil weniger HP als die Melees hier. Aber der Damage, er eskaliert einfach komplett. Hunter einfach komplette Frechheit momentan. Der AOE-Damage ist nicht mehr von dieser Welt gerade.
Da können wir halt immer weiter und weiter reinkliefen, Alter. Wenn der mir gerade noch das Artefakt geben würde, ne, ich würde hier, glaube ich, irgendwie 300 KDBs nonstop fahren. Jetzt bin ich aber wieder Tage. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen zurückgehen. Die sehen natürlich, was ich hier anrichte und wollen das ein bisschen denyen hier. Und wir haben nach wie vor halt noch nicht die Base eingenommen. Das heißt, die Wachen machen eigentlich gerade mehr Schaden als die Allianz hier selber. Und deswegen tun wir uns hier ein bisschen schwer. Wir hauen wieder eine Slow Trap rein. Explosive Shot geht rein. Schauen, dass wir hier ein bisschen Damage am Start haben. Versuchen jetzt nochmal im Multishot reinzugehen. Dann bauen wir nochmal ein bisschen Fokus ganz kurz auf. Und dann gehen wir wieder für den nächsten Big Damage Attempt. Das tryen wir jetzt. Jetzt gehen wir hier wieder mit unserem Shot rein. Und dann mit unserem Explosive Shot und allem. Jetzt müssen wir aber zeitgleich zurück. Die grippen mich aber direkt. Wir gehen hier defensive. Versuchen hier wieder nach hinten zu sprinten gerade. Den Pali kann ich aber vielleicht noch tappen. Execute Schuss geht durch. Aber er stirbt gerade nicht. Den Druid, den kicken wir hier einmal. Slowen ihn dann hart, damit er nicht wegmoven kann. Die Eulen knocken mich durch die Gegend. Ich komme hier auf nichts klar gerade. Eule immer noch so strong, auch im AOE nach wie vor. Weil sie halt die ganze Zeit diese Starbursts hier überall spawnt und das knockt dich in einer Tour und cancelt dann immer wieder Casts und Co. Und dann tut man sich so viel schwerer, dass man halt irgendwas durchbringt. Wir hauen wieder eine Slow Trap rein. Der Demon hat da overextended ein bisschen und dann ballern wir da hinten wieder rein. Wir haben Mini-Damage gerade ab, werden aber direkt reingegrippt, müssen aber zurückspringen, werden rooted nochmal von den Wachen. Und damit ist unser Zerg hier für mich mal zu Ende. Das dauert wieder ein bisschen, bis wir vorne sind. Es ist immer noch sehr, sehr knapp. Wir haben keine Solarsphäre mehr. Und es scheint auch so, als würden wir die Solarsphäre gerade nicht wirklich kriegen. Solange wir aber unser Artefakt noch haben, sieht es ganz okay-ish aus, würde ich mal sagen. Ich könnte sonst vielleicht nochmal tryen, dass wir dem Rogue nochmal helfen, die Solarsphäre einzunehmen. Weil jetzt kommen sie eh nicht mehr ordentlich runter. Das heißt, wenn wir die Solarsphäre hier nochmal kriegen, dann würde es eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns aussehen. Das scheint auch einer oder zwei runter zu gehen, weil sie halt vorne nicht mehr ordentlich rauskommen. Anscheinend sind drei bei der Solarsphäre, dann sollte er kurz warten. Dann komme ich nämlich auch noch runter und dann schauen wir, das war da unten das kriegen. Okay, bei uns gehen zwei runter, eine Eule in den Hunter und der Rogue kommt auch noch mit. Eigentlich sollten wir dann in Überzahl sein, müssen nur schauen, dass wir die so schnell wie möglich wegtappen. Ich tippe mal die low-geared Eule, die vor unten war, sollte immer noch unten sein. Und wenn wir die Solarsphäre haben, dann tun sich halt gerade die Heiler tun sich so viel leichter. 20% Haste für einen Heiler ist insane. Gerade wenn du sagst Disc Priest oder so über Abbitte, der healt halt wie wahnsinnig dann, wenn die Dots halt so viel schneller ticken. Jetzt kriegen wir gerade vorne nicht mehr wirklich was down, weil ich gerade fehle, wie es aussieht. Aber wir müssen halt zwischendurch einfach mal wieder dafür schauen, dass unsere ganze Team-Performance ein bisschen nicer ist. Der Hunter, der chillt hier vorne schon. Und wir probieren, dass wir dem natürlich helfen können. So, jetzt müssen wir einmal kurz die Wache hier wegräumen. Aggro natürlich gleich beide, wie kann es auch anders sein hier. Damit wir gerade noch ein bisschen länger brauchen. Der Rogue kommt auch gerade noch an. Schauen, dass wir hier auch noch helfen können. Wir hauen schon mal eine Flare hier vorne hin, machen gleich mal die Tür auf. Der Hunter ist schon mehr als bereit. Wir stealthen hier gleich mal. Magus ist auch mit am Start. Wir können den Magus hier gleich mal slowen. Wir aimshotten ihn hier direkt. Schauen, dass hier gleich reingeht. Der geht aber direkt hier in den Stealth. Er burstet mich hier erstmal. Wir machen hier Totstellen. Der andere oder die anderen machen nicht wirklich Schaden hier von uns. Also die versuchen nicht mal irgendwie recht reinzugehen. Wir können die Pets einmal alle hier routen und dann versuchen wir wieder auf dem Hunter hier zu gehen. Unsere Leute gehen einfach nicht mit rein. Wir helfen einfach nicht. Wir stehen einfach da hinten und schauen mir zu, wie ich drauf gehe. Was soll denn das denn jetzt? Was soll denn das denn jetzt? Ich habe alles bekommen von denen schon. Die schauen mir einfach zu, was ich hier gerade tue, oder was? Was sollte denn das jetzt? Jetzt öffnen sie. Jetzt, wo ich schon da war. What the? Okay, so eine Verwirrtheit. Ich glaube, da gehe ich nicht mehr runter. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Zerg dabei und schauen, dass wir den Zerg da vorne gewinnen. Die sind ja mehr als verwirrt, die zwei da unten. Einfach openen, einfach damagen. Die können ja auch nicht ewig da unten durchhalten. Und außerdem haben sie den längeren Laufweg als wir dann, weil sie halt durch unseren Zerg durch müssen. Also das war gerade, das muss man nicht verstehen. Ich glaube, wir schauen einfach, wir haben überhaupt die Base hier nicht mal eingenommen. Gerade deswegen kommt unser Zerg da vorne nicht voran. Ich glaube, wir gehen einfach durch und helfen vorne nochmal beim Zerg, da haben wir einen schnelleren Win, als wenn wir uns da unten jetzt die ganze Zeit opfern, weil ich glaube, die einen, zwei gehen wahrscheinlich eh einfach die ganze Zeit runter und feeden da dann rein. Schauen wir mal, was da vorne aussieht. Unser Orb zergt auf jeden Fall immer noch ziemlich, ziemlich gut rein. Da haben wir auf jeden Fall immer noch gut Schaden am Start mit dem Demon Hunter. Der kann natürlich auch nice reinbleeden, glaube ich. Da sieht man eh hier, der bleedt dort. Der ballert natürlich auch ganz nice. Am besten wäre es halt, wenn eine Eule das Orb hätte. Aber wir haben leider, glaube ich, keine full-gearte Eule. Ich glaube, die sind alle kinder meh unterwegs.
Da gehen wir lieber hier rein und schauen, dass wir wieder ein bisschen beim Zerg committen können. Wir ballen hier gleich mal unsere CDs rein. Ich würde mal sagen, hier rein. Versuchen hier nochmal zu routen. Der Varia springt erstmal komplett ins Nirvana. Wir versuchen, den Hunter da hinten einmal zu tappen. Den kriegen wir, glaube ich, auch down. Execute geht raus. Der ist tot. Der Healer, den haben wir rausgeportet. Der ist auch tot. Und jetzt brauchen wir nur noch hier ein paar Kills, damit wir unseren Win haben. Am besten wieder die Ranges priorisieren, weil Ranges halt so viel weniger HP haben hier. Da tust du dir so viel leichter, dass du hier einen Kill kriegst. Vor allem, wenn ich jetzt hier den Aimshot durchkriege. Aber geht sich gerade nicht aus. Alles in allem sehr, sehr solides BG. 48 Millionen Damage war eigentlich ganz okay. Hätte ich das Orb auch noch gehabt, wären wir definitiv hier bei den 80 plus oben. Ansonsten 11 Kills, 6 Tote aber. Die haben uns definitiv ein paar Mal gut rausgefangen hier aus dem BG. Alles in allem sehr, sehr schöne Runde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.